Denn, wie wir wissen, gibt es keinen anderen Dialog in WoW als einen so unglaublich traurigen Tonfall. Nervt. Ja, haben wir Anduin ja gut gestellt. Nice. Perfekt. Was Piu -piu. Haben Sie mit der Schmiede gemacht? Wir müssen Ihnen folgen. Jaina, geht es euch gut? Es gibt viel zu tun. Der Kerkermeister so. Bin ich fertig, oder was? Nee. Keine Zeit zum Nachdenken. Not yet. Es muss einen anderen Weg in das Mausoleum geben. Wir ruhen nicht, bis wir ihn finden. Und mein Inventar ist übersichtlicher. Das ist tatsächlich auch ein Plus. Ja. Ja, Interface. Interface-artig kann Final Fantasy WoW nicht das Wasser reichen. Ja, sad but true. So. Pelagos. Den habe ich nie gemocht. Ich auch nicht, aber das ist kein Wunder in WoW. Stimmt. Einzigen Charakter, den ich immer gemocht habe, war... Viel Glück. Welche Charaktere in WoW habe ich gemocht? Khadgar. nee, weil... Where the fuck is Khadgar? Der kam jetzt im neuesten Patch einfach in die Shadowlands geflogen als Rabe. So, meine hello. Hält irgendein Monolog und haut wieder ab. Okay. Geil. Wo auch immer du herkommst, wieso auch immer du hier bist und wo auch immer du, du hin willst, verpiss dich einfach. Doesn't elaborate, leaves. Giga-Chat. Ja, wirklich so. Haben mich eigentlich alle genervt. Einzigen. Piep, 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 piep. Einzigen Charaktere, die ich immer oder mache, sind Tyrande und Liandris, glaube, aber einfach nur weil die heißen. Ja. Es tut gut, euch zu sehen. Ich bin mal kurz AFK, du. Jo. Moment. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, schaffen wir das. Automate verteidigt, okay. Dort drüben. Sie hat wohl um Hilfe gerufen. Zum. Seht schon. Hilfe. Moment. Das habe ich verstanden. Ja, wir wollen euch helfen. Achtung, noch mehr Verschlinger. Macht euch bereit. Schützt sie. Ja, leider. No.
Uiuiui. Ich glaube, das waren alle. So, kurz auf der Pizza gucken. Wiederherstellen? Wieder? So, wissen. So. So. Braucht ihr einen Trainingspartner? Vielleicht wissen die Erleuchteten Rat. Kommt in die Zuflucht. Bla bla bla.
Törichter Kyrianer, ihr versteht nicht, womit ihr es zu tun habt. Aber sie hat um Hilfe gebeten. Unsinn! Ein Orakel würde euch niemals seine Worte schenken. Was ist mit Ferim? Könnt ihr uns sagen, wo er ist? Sprecht nicht von dem Verbannten! Wow. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Tschüss. Ach da. So, hi, sorry. No, maybe. Ne, Moment noch nicht ganz. Ich muss noch mal drüber einstecken. Jetzt aber, hi. Jo. Achso, hast dein VR-Zeug weggemacht. Ja, es ist gerade ein bisschen warm. Und, brauch was zu trinken und so. Mhm. Jetzt so kleine Mini-Paprikas knabbern. Roh oder? Mhm. Hast du es von Mario? Nee, aber ich liebe Paprika. Okay. Nee, ich frag nur, weil er ist auch immer alles roh. Eier roh, Paprika roh, Knoblauch roh, Zwiebel. Eier roh? Ja. Aber schon Tochter. Nein. What? Ja. Der, wie? Der slonkt die so runter. Really? Ja. Uh-ha. No thanks. Also Gemüse esse ich sehr gerne roh. Aber Eier? Ja. Sag mir nicht, der macht das auch mit Pilzen. Das weiß ich nicht, aber zuzutrauen wäre es ihm. Okay. Eieiei. Noch nie gehört.
einfach roh Eier essen. Ja? Keine Sorge. Ich beschütze er trinkt sie quasi. Ihr sucht. Danke, Claire. Ekelhaft? Ja, aber es spart Zeit und er muss sie nicht kochen, ne? Darum geht's. Und als er noch in der WG gewohnt hat, hat er mir gesagt, ihm gefällt es, dass es den anderen anekelt. Also, ja. Ziel erfüllt. Ja, das ist schon heftig. Ach, Kater. Moment. Der will deine Paprika. So. Nee, gibt Schöneres. Hey, ihr! Halt! Wer war das? Sehen wir nach, was er hier wollte. Armer Teufel. Was hat er da? Eine Karte zu Firins Versteck? Hoffentlich hat der Assassine die nicht gesehen. Tja, was machst du jetzt? Also abgesehen vom Essen. Gerade eigentlich nur chillen. Okay. Sitz hier nur. Heute Nacht. Wahrscheinlich wieder was in VR-Chat unterwegs. Muss ich mich stärken. Falls du aus Versehen wieder in der Furry-Party landest, oder? Da werde ich zu 100% wieder Alter eingeladen, weil es Samstag ist. Genau solch ein Licht verwirkt auf die Zuflucht. Firim ist hier, da bin ich mir ganz sicher. Man ist nie auf etwas vorbereitet da. Das glaube ich dir aufs Wort. Noch mehr Assassinen? Ach, Zeitverschwendung. Oh, ich kenne euch. Ja, meine Freunde vom Vestibül. Hallo, wir brauchen eure Hilfe. Meine Hilfe? Ihr habt die Assassinen hergeführt. Ich hätte Selbsthilfe nötig. Ich bin so dicht dran, dass... Oh, hallo. Forschen kann man nie genug. Ich mag Firin. Das ist cool. Aber wir haben ein Orakel gefunden. Firin. Das ist dieser. Dieser komische, ausgestoßene Professor oder Forscher. In Serif Mortis. Ach so, gut. Da kenne ich nichts. Ach so. Musste man da noch gar nicht hin. Okay. Aber meint. Da ist alles neu. Alrighty. Also, die Leute beschweren sich ja immer über das Questen.
Und dass du nicht, ja, was weiß ich, sammel 10 von dem oder so machen sollst. Aber ganz ehrlich, mir fallen nicht wirklich andere Quests ein, die du implementieren könntest. Mhm. So, was willst du sonst machen? Gar nichts. Das ist so. So, ich verstehe zwar, dass es irgendwie abfuckt, aber es bringt auch keiner von denen irgendwie eine Lösung für das Problem zum Questen. So, beschweren ist leicht, aber keine Ahnung, dann sag mal, was du stattdessen machen würdest. Sackt halt irgendwie. Das ist eine gute Frage. Aber um ehrlich zu sein, eine, die wir gar nicht beantworten müssen. Nee, müssen nicht, aber ich finde, das macht die Kritik stärker, wenn du selber Lösungen hast, die gut sind, aber die dann nicht implementiert werden. Weil dann hast du quasi was, um die anzuprangern, aber so ist es einfach nur meckern ohne Substanz irgendwie. Das stimmt, ja. Das ist halt das Problem. Ja. Aber klar, eigentlich muss ich mir da keine... Ich muss keine Lösung für das Problem finden, aber ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine gibt. Das ist eher so. Mhm. Mein Thought Process. Ja. Ich weiß, was du meinst. Nicht mal FF hat eine Lösung für das Problem gefunden. Die haben einfach nur Quests später im Spiel, wo du hin und her labern musst. No. Mhm. Aber zumindest bei mir war es so. Immerhin wollte ich dann mit denen reden. Ja, gut, das stimmt natürlich. Wobei, also wenn man die Story spielt, also möchte man schon wissen, wie es dann weitergeht. Das ist halt der Vorteil an FF. Ja. So, und wow, denke ich mir einfach, ja, skip halt die Fresse. Das ist halt alles so substanzlos. Mhm. Obwohl hier viel Voice-Lined ist, das fällt mir jetzt auf. Also wenn man FF spielt, ist es ja nicht alles gevoiced. Mhm. Aber hier, das hat mich gestern schon gewundert. So, das ist mir davor gar nicht aufgefallen, wie viel die in WoW eigentlich labern. Ja. Das schon. Problem ist nur... Er interessiert keinen, ja. Was die labern? Da können sie auch eigentlich gar nichts sagen. Ah, mal gucken. Vielleicht wird Dragonflight ja mal eine Expansion, wo nicht die Welt untergeht. Wäre ja mal was. 100 Pro kommt Galakrond oder so und meint: Alle müssen sterben. Okay, aber Galakrond ist nice. Und dann, like, wenn wir fliegen, kommt dann: Oh, ich wollte euch doch nur retten, denn das eigentlich Böse ist. Ja, genau. Cliffhanger. Ja, das nächste größte Übel, du hast Warlords of Draenor nicht gespielt, gell? Zum Glück. Das nächste große Übel müsste Irel sein, aus Warlords of Draenor. Weil die das da... Eine große Wahrscheinlichkeit. Weil die da ihre lichtfaschistoide Religion den ganzen anderen Leuten aufzwängt. Das war nice. Let's go. Duralion wird's doch, hundertprozentig. Blizzard ist das sehr predictable.
habe ich absolut nichts gegen. Klingt. Also ich mag die Idee. I like it. Anduin ist weg, Turalyon ist im Sturmwind der König. Nice, dann ist die Allianz endlich mal böse. Passt. Ilginov. Oder wie auch immer der heißt. Ich hab den Namen vergessen. Doch, Ilginov. Gibt's den noch? Ich dachte, er ist auch schon tot. Mhm. Der macht doch immer seine blöden Prophezeiungen. Ach, der Fuzzi war das. Der dieser Baum oder was das war. Mhm. Ja, da wurde es ja eigentlich schon angekündigt. Ja, let's go. Es gibt Dragonflight Trash Expansion. Ich will die Space Nazis haben. Let's go. Um ehrlich zu sein, interessieren mich Drachen halt leider auch nicht so wirklich. Na, ich mag die Drachenaspekte. Eigentlich mag ich nur Alex Strascher. Wollte gerade sagen, eben Alex Strascher. Der Rest kann sich ficken gehen, so. Ja. Don't care. Mhm. Ah, okay. Maligos ist noch ein bisschen interessant. Aber der ist aus Lich King. Ja. Mhm. Ja. Ja. Oh fuck. Mein scheiß Pet ist so weak. Disgusting. Ist eh nur ein Interrupt-Bot. Nee, es soll gefälligst tanken. Okay. Ich laufe hier mit absolutem Trash-Gear rum. Und bin zu geizig, mir Neues zu kaufen. Nice. Ja. Mythisch Null einfach. Easy. Ah. Falls das noch erläuft. Ja, als ja. Ich Sylvanas dann, also mit dem Sylvanas-Patch nochmal wollte, gehen wollte kurz. Ey, da gab's keine Lowkeys mehr. Nur noch 17 plus. Und dann bist du auch in keinen reingekommen, weil du halt dann kein tolles Rating hattest, weil das Rating dann gerade neu war. Ja. Ey. Leg mich alles so auf, Mann. Fucking mythisch plus System, Mann. So sag ich, ey. Ich hasse das. Ugh. I hate it. War Mario gestern Abend on? Ja. Er meinte auch eigentlich, dass er heute mit mir Final Fantasy spielen wollte. Wurde wohl nichts. Tja. Promises made, promises not kept. Hat sie einen Kern erwähnt? Ja. Wisst ihr, was das bedeutet? Faszinierend. Das... Wartet hier. Frosch im Hals oder was? Ja. Und meine Lunge will nicht mehr. Wieso das denn? Ich hab die ist ein bisschen damaged, sag ich mal. Okay. Aber schon seit Asthma. Hast du Asthma? Auch, ja. Ja. Und
Wenn ich den Namen wüsste, würde ich dir gerade nochmal den Namen sagen, aber meiner Lunge bildet sich zu viel Flüssigkeit. Was für Pneumonia. Nee. Hm. Dann ja direkt mit Entzündung und allem verbunden. Lungenentzündung und so. Aber das ist alles dadurch so ein bisschen entstanden, weil... ja, ich habe Asthma. Merke ich halt eigentlich nie wirklich, es sei denn, ich streng mich. Oder ich laufe einen Marathon oder so. Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Dann, ich habe das nämlich auch. Oh, okay. Ja, scheiße ist es, oder? Ja. Also wie du sagst, ich merke es eigentlich kaum. Und ich meine auch... Wie heißt das? Bronchialasthma, was irgendwie weggeht nach einer Zeit. Also früher als Kind hatte ich es auf jeden Fall stark. Mhm. Wohin denn jetzt? Na, mittlerweile geht's. Okay. Naja. Ja, es gab nur ein halbes Jahr. War ich noch in der Grundschule, in der vierten Klasse oder so. Mhm. Da war ich dann ziemlich lange im Krankenhaus. Ein paar Monate oder so. Ach du Scheiße. Weil ich eine Lungenentzündung nach der anderen bekommen. Drei Stück insgesamt. Ohne wirklich Unterbrechung. Und seitdem habe ich da so eine Art Fehlfunktion, wo zu viel Flüssigkeit, Schrägstrich, Schleim da gebildet wird. Hm. Und das muss ich ständig räuspern. Super. Mhm. Ist nicht schön. Das ist jetzt auch nicht wirklich schlimm oder so, es ist halt nur nervig. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich voll daran leide. Zu interpretieren. Seht, einige der Wörter sind klar verständlich. Brillant. Wir entdecken völlig neue Geheimnisse. Meinst du, Ashes of Creation wird gut oder kompletter Reinfall? Um ehrlich zu sein, habe ich da... Also, kann ich da nicht viel zu sagen. Außer, dass egal, ob es gut oder schlecht wird, es wird nicht für mich. Oh, okay. Absolut nichts für mich. Wieso das denn? Mir gefällt die Prämisse an sich schon nicht. Okay. Mir gefällt die Präsentation von dem Game nicht. Mir gefällt nicht das, was die vorhaben. Ich finde dieses Node-System ist auch nur ich denke, dass das nur ein wenig verherrlicht ist. Im Endeffekt ist das nicht wirklich was Besonderes, finde ich. Mhm. Ja, die kündigen an, dass die Server dann teils ganz unterschiedlich sind, weil hier dann anders ist, weil hier wird das gebaut und hier ist die Node und wie auch immer, aber im Endeffekt finde ich das nicht wirklich beeindruckend. Ja. Und ich von all dem, was ich so gesehen habe und mitbekommen habe und verfolgt habe, fühlt es sich einfach so an, als ob der Typ ein Game macht, was einfach nur für ihn selber ist. Und es sucht etwas. Er einfach so eine Art persönliches Game haben will. Ja, jetzt
Ich glaube, Ashes of Creation. Und ich mag auch sehr gut falsch liegen. Wird immer ein sehr heftiges Nischengame sein und bleiben. Denke ich. Habe ich so eigentlich keine Einwände. Und ich meine, man hat es teilweise in New World gesehen. Ich weiß nicht, ob du New World gespielt hast. Nö. In New World gibt es 3 Fraktionen. Mhm. Und die Gilden, die sich da gründen, können eine gewisse Kontrolle und Macht über Städte und sowas haben. Ja. Und egal welches Game, es läuft immer und immer wieder auf selbe hinaus. Es bildet sich irgendeine große Gilde, die dann alles bestimmt. Jo. Und da kannst du nichts gegen machen. In New World war es so, ich weiß nicht mehr, wie die Fraktionen heißen, aber auf meinem Server die grüne Fraktion, ich weiß nicht, wie sie heißen, die hatten alle behinderte Namen. Da hat sich irgendwann eine große Gilde gebildet, also das heißt irgendwann, eigentlich schon in der Beta. Mhm. Und es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, dass man den anderen Fraktionen spielt, weil die Gilde war dann so groß und alle sind dann in dieselbe Fraktion gewechselt. Die anderen Fraktionen waren dann absolut nicht mehr vorhanden in dem Game, weil alle nur noch in der grünen waren wegen der großen Gilde. Und die Anführer der großen Gilde, die haben so gesehen alles bestimmt und haben gesagt, hier machen wir da Progress und da machen wir hier Progress und ja, nice. Kein Bock auf sowas. Und in Ashes of Creation ist das ja alles nochmal eine Stufe höher, wo der Bürgermeister, der dann sowieso irgendein Streamer wird oder irgendein hochrangiger Gildenleiter, sag ich mal, die dann da ihren Spaß mit haben. Und du als 0815-Spieler, der keinen Bock hat, sich mit Hunderten von Menschen zu beschäftigen, dann am Ende immer der Gefickte. Weiß ich nicht. Ich übertreibe damit gerade ein bisschen, aber du, eigentlich, um meinen Standpunkt darzustellen, so ein bisschen. Ja, eigentlich stimmt das nur, was du sagst, also. Ja. Und es interessiert mich einfach nicht. Ich mag den Artstyle auch absolut nicht. Und man hat halt noch nicht wirklich was vom Combat gesehen, außer diese Tech-Demo, die halt übelst scuffed aussah. Die Combat fand ich bis jetzt total scheiße. Wenn der so bleibt. Absolut. Das ist richtig und, kacke, Mann. Und, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Fuck. Schnief. Ach, ist ja auch egal. Eigentlich alles gesagt. Nee, jetzt will ich's wissen. Ja, lass mich überlegen. Combat, Grafik habe ich gesagt. Ach so, ja. Und von deren ach so tollen Node-System hat man auch noch nichts gesehen. Ja, stimmt. Außer, hier ist eine Base, gib Rohstoffe ab, auf einmal ist es eine größere Base, aber ganz ehrlich, das gab es schon in WoW mit Garrisons. Jo. Nur dass es nicht instanziert ist, nice. Ich werde naja. Ihre Geheimnisse ergründen. Vielleicht überzeugen die ja. Aber genau. Glaube ich halt nicht, Mann. Ich will nicht immer zu pessimistisch sein, aber. So, ich bringe dann eben mein Geschirr zurück. Und dann stelle ich dir die nächste Frage. Lol. Ihr seid wohl auserwählt. Oder. Oder welche Frage meinst du?
Hi. Also? Yes. Eine Frage, die sich mir jetzt auftut, ist... Ja. Ja, was müsste ein MMO haben, dass es dir gefällt? Ein neues? Ja. Ja, gut, muss nicht neu sein. Nicht unbedingt. Nur, also der Grund, warum ich frage, ist, weil das, was du, also jetzt auch zu Ashes geäußert hast, ist, glaube ich, so ziemlich das, was viele halt auch denken. Nur die Frage, die ich mir dann stelle, ist ja, was wollen MMO-Spieler dann überhaupt? Und ja, das... Ja, schieß los. Okay. Was würde ich von einem MMO wollen? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt ein MMO noch will. Richtig, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ich glaube, so geht's vielen. Es gibt nur eins, was für mich... Also, mir fällt nämlich nichts ein. Also eigentlich möchte ich kein neues MMO, weil ich kein neues spielen will. Okay. Also ich möchte kein neues MMO spielen. Außer, einfach nur, weil ich denke, dass die mich überzeugen könnten mit dem, was die rausbringen könnten, ist das MMO von Riot, was in Entwicklung ist. Mhm. Aber ich kann dir nicht mal sagen, was ich davon will. Ich kann da nur sagen, dass ich schätze, dass die etwas zeigen werden oder machen werden, worauf ich einfach Bock haben werde. Vielleicht. Also die haben Potenzial dazu. Okay. Ansonsten gibt es nur eine Art von MMO, die ich mir wirklich neu wünschen. Haben wir schon mal über PlanetSide 2 gesprochen? Nee. Ein tolles PlanetSide 2 würde ich mir wünschen. Ist das nicht dieser Shooter gewesen? Ist ein Shooter, ja. Okay. Genau. Da war ich mal sehr, sehr viel beschäftigt. Hab da mit einigen anderen Leuten auch eine sehr große Community gehabt. Okay. Aber das Game ist halt einfach nicht... Es ist immer noch cool, aber es ist halt nicht das, was es sein könnte. Aber sowas in toll. Das ist das, was ich mir wünsche. Was aber nie kommen wird. Focopop, ein schöner Name. Mit ihm als Begleiter werden sich euch die Geheimnisse das, was da halt so gereizt hat, vor allem am Anfang, war, dass es da halt Kämpfe gab. Also, du kämpfst halt über einen Kontinent halt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon weißt. Ja, ich weiß nur, dass es groß war, es hatte viele Spieler und gab es nicht auch was... War das das Spiel, wo PC und Konsole irgendwie zusammen waren? Nee, das ist nur PC. Okay, dann war das schon wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall hast du da halt Kontinente und du kämpfst über den Kontinent und musst halt immer so kleinere Gebiete einnehmen. Ist halt eine Dreier-Aktion, also du hast drei Fraktionen. Ja, das, genau, ja, das weiß ich. Und das war ziemlich cool. Vor allem, weil es dann Gefechte gab, wo halt gut 2000 Spieler daran teilgenommen haben. Über den Kontinent verteilt. Aber weil ich glaube, denen waren die Server dafür zu teuer oder so, das haben die dann irgendwann auf 500 reduziert. Einfach mal nur noch ein Viertel davon. Ja. Obwohl das echt gut geklappt hat vorher. 2000 Spieler war schon ziemlich nice. Aber anscheinend war denen das zu teuer. Und sowas ist halt cool. Das Risiko ist zu groß, Uther.
Aber so ein klassisches MMO, ich werde dem Primo dann MMO in dem Sinne, wünsche ich mir keins. Und du? Silvanas Seele ist zersplittert. Seit dem Moment ihres Todes bis jetzt. Ich glaube, dass das, verbrennt ihn! Was ich das früher wollte Heimat. Und so, dass das halt einfach nicht du hast sie alle umsetzbar ist. Wie konntest du all diese Unschuldigen ermorden? Das hier ging hinaus über Leben und Tod. Muss man dazu nicht sagen. Es gab keinen anderen Weg zu wahrer Freiheit. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob es gut wäre. Ich sehe, aber ich kenne jetzt noch kein genaues Beispiel in der Tobias. Was ich cool finden würde, also als wirklich neues MMO, wäre eins im Warhammer 40k Universum. Das kannst du dir dann ungefähr so vorstellen wie Planetside. Nur noch viel größer. Und verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Fraktionen gäbe es natürlich auch. Kannst du entweder verschiedene Alien-Rassen spielen oder halt The Imperium of Man. Das wäre tatsächlich nice. Aber wundert mich sowieso, dass es noch kein Warhammer 40k MMO gab. Ja, weil ich. Ich hab ein Warhammer MMO, aber das ist übelst gefloppt. Ja, obwohl das auch gar nicht mal so scheiße aussah. Das war aber halt eher PvP-orientiert. Also ja. Vielleicht war da das Problem. Wahrscheinlich. Und es hat mit. Also ich glaube, es kam sogar vor WoW raus. Oder zumindest ziemlich zeitgleich, ne? Wurde es halt einfach von WoW weggefistet. Das stimmt. Ja, aber warum kein 40k MMO draußen ist, kann ich mir nur so erklären, dass das einfach nicht machbar ist. So in dem. Es muss halt aber auch so groß sein, wie das Universum selbst, damit es geil wäre. Ja, so, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass das halt machbar ist. Und alles weniger epic wäre dann schon wieder scheiße. Ja. Ja, was will ich sonst? Keine Ahnung, ich bin eigentlich schon mit einem WoW zufrieden, was halt mal nicht scheiße wäre. So. Und das sollte doch im Machbaren liegen. So. Und ganz ehrlich, ist eine Sache noch eingefallen. Die halt wahrscheinlich ein bisschen weird ist, und das gibt es auch schon, und ich hab's auch schon gespielt, aber es nicht so, wie ich es haben wollen würde. Egal, nicht im Gut. Wie lange ich lebe, ist nicht. Würde ich alles ein Pokémon-MMO. Aber so ein richtig. Das stelle ich mir tatsächlich funny vor, also ich würde das glaube ich auch spielen. Es gibt ja Temtem. Sagt mir gar nichts. Das ist ein Pokémon-MMO. Ja. Aber es ist erstens nicht Pokémon und zweitens, es ist halt immer noch so, als ob du auf einer Oldschool-Pokémon-Map bist. Okay. Und ich würde mir das dann halt, wenn dann schon Open World oder sowas vorstellen. Ja. Dieses Erbe auf euch mit richtigen und sagt uns, wie Content. Er zu stoppen ist. Ja, das wäre tatsächlich was. Aber die Pokémon Company und Game Freak, ja, die sind halt einfach unfähig. Verbrennt ihn! Ich meine, selbst die modernen Pokémon-Spiele, Sword und Shield und so. Ich hab's gespielt und hab mir auch Bock gemacht, aber was ist. Und finden in Innovation ist da halt nie wirklich zu sehen. Doch nichts tun verdammt uns alle. Die Zeit drängt, Waldläufer. Keine Innovation. Trefft eure Wahl. Ich habe getan, was ich konnte. Ich wäre auch mit Final Fantasy zufrieden, aber da stört mich der Combat. So auf Dauer. Das ist mir einfach zu langsam. Ja. Kann ich verstehen. Ich fürchte dunklere Tage.
sehr gut verstehen. Ohne die Erleuchteten können wir den Kerkermeister nicht besiegen. Nicht nur der Combat, mich stört da einiges. Aber ja, ja, klar. Kann das nicht alles perfekt sein. Ich meine, ich kann jetzt den FF nicht erwarten, dass, die Raid-Größe erhöhen oder so. Ja. Stimmt. Ja, keine Ahnung, was kann man in WoW ändern? Ja gut, du hast an gesagt, im Plus fuck dich ab. Übelst sogar, ja. Aber müsste der Modus komplett weg oder müssten die nur was, ja, nicht eine Sache, aber ein paar Dinge ändern, damit es acceptable wird? Also ich weiß nicht, Asmon redet immer darüber, dass die Keys halt nicht depleted werden sollen, dass das weg soll, weil das toxic ist. Ja, bin ich mit einverstanden. Ja, das würde es eigentlich besser machen. Für mich hätte das, also weiß ich nicht, nicht wirklich einen Unterschied. Also es hat mich nie gestört, ich finde, aber da ist vielleicht die Spielermentalität dann anders. Das ist, ja. Also so viel im Plus, wie ich gelaufen bin, ne? Das ist das größte, frustrierendste Erlebnis in ganz WoW gewesen. Wenn du mitten in einem Key bist, irgendwer stirbt, dann konntest du eigentlich schon aufhören. Und keine Ahnung, dann hab ich das. Ja, hatte ich das Erlebnis vielleicht nicht, weil ich nicht so oft mit Randoms gelaufen bin. Und auch an sich, es ist irgendwann, hat's den Kopf gefickt, weil das sind immer wieder, jedes Mal dieselben fucking Dungeons. Ja, aber das hatte ich jetzt in Final Fantasy auch. Ja, I know, ich auch. Aber da hat man ein bisschen mehr Auswahl. Auch nicht so sehr, aber im Leveling Dungeon lässt man sich dann ab und zu mal überraschen. Ja, mit Expert Dungeons habe ich jetzt in Final Fantasy auch gar nicht mehr gemacht. Ja, ich schon, weil ich die Weekly Steine ja brauchte. Ja, ich habe das gar nicht erst weitergemacht, weil ich habe mir auch gedacht, das sind immer jetzt dieselben Dungeons. Nö. Ja. Never. Nicht nochmal. Ja, Tempel von Khan laufen habe ich dann aber auch keine Lust drauf. So. Mhm. Ja, das meine ich halt. Das sind aber so Dinge, ich glaube, die kann man nicht ändern. So, was sollen. Was wollen die da jetzt machen? So, ja. Du hast dich dann einfach halt satt gespielt in dem Moment, denke ich mal. Da kann man, ja, nicht, kann man nicht viel ändern. Aber das sind halt die Gründe, warum die Leute sich beschweren. Also ist so mein Eindruck. Ja, irgendwann hat man einfach zu viel und dann muss man halt einfach sagen, okay, zu viel ist zu viel. Ja, richtig, aber das macht keiner. Dann sagt immer nur jeder, das Game ist scheiße. Mhm. Ja, I don't know. Schwierig. Ja. So, wann kann ich denn jetzt hier fliegen? Gar nicht, oder? In 3 Monaten kann ich hier fliegen. Nice. Ich habe noch nicht Torghast gemacht, übrigens. Sorry, was hast du gesagt? Ich habe auch noch nicht Torghast gemacht, weil du letztens gemeint hast, viel Spaß beim Torghast machen. Das habe ich noch schön... Ja, das habe ich schön procrastinated. Ist auch so eine Brain-AFK-Geschichte. Also ich muss sagen, als DK konnte ich es solo nicht machen. Okay. Das ging einfach nicht. Ich habe immer... also DK hat ja diese antimagische Scheiße da bekommen, dieses Feld. Mhm. Und ich habe, wenn du diese Buffs bekommen hast, immer nur einen Buff für diese Scheiße bekommen und das bringt mir halt rein gar nichts. Und dann machst du irgendwann kein Damage mehr an den Scheiß-Mobs und dann bin ich einfach elendig verreckt. Das war, ja, das war sehr nice. Mhm. So, wie komme ich da jetzt hoch? Nobody knows. Das Warriors ist halt übelst easy. Ja. Also man muss halt als Arms reingehen. Du hast halt da schon passiv, dass du jede 3 Sekunden 6% deiner HP heilst. Schön. Du
kannst, also durch das Talent, dass du halt out of combat dich einfach direkt wieder voll heilst, so gesehen. Und dann skillst du da einfach nur, dass dein Condemn, also dein Execute, dass du den immer benutzen kannst. Und dass du jedes Mal, wenn du das machst, den Gegner knockbackst. Hoch, also ja, genau. Ja, da erinnere ich mich dran. Das steamrollst du dann einfach durch. Ach, ja. Sehr auch dumm, es nicht zu machen. Als Mage war es ganz lustig, weil du konntest deine Spiegelbilder stacken. Und ja, da dann mit, was weiß ich, 5 oder 6 Stück ein Pyro reindollern, war dann doch sehr interessant. Ja. Das stimmt. Oh. Hab ich jetzt Lust, hier weiter zu questen? Nein. Haben die das schon, also muss ich das nur mit einem Charakter machen, weißt du das, oder? Was musst du mit einem machen? Weißt du, ob ich die neue Zone hier nur mit einem Charakter machen muss und dann kann ich skippen, oder? Oh. Okay. Ich glaube, das Intro kannst du dann vielleicht schon irgendwie skippen. Das Intro. Also um 2 zu schalten oder so. Ja. Aber alles da musst du dann mit dem neuen Charakter wahrscheinlich neu machen. Fantastisch. Ah, fuck it. Spiel mal League of Legends. Ja.